Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok, ihr Nicht, und heute soll es einmal darum gehen, warum ausgerechnet die sechste Ebene von Nazarick 2 anstelle von nur einem einzigen Ebenenwächter hatte. Doch zuvor sage ich wie immer an dieser Stelle Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Und um diese Frage einmal zu beantworten, müssen wir überraschend tief in die große Gruft von Nazarick eintauchen. Denn gerade diese Anzahl an Ebenenwächtern ist etwas, das man wirklich nur verstehen kann, wenn man sowohl die Verteidigungsstruktur der großen Gruft von Nazarick kennt, als auch versteht, wer sie eigentlich erschaffen hat und wie diese Person so drauf war. Und zunächst einmal ist die sechste Ebene, auf der Aura und Marien Dienst verrichten, nicht nur irgendeine der neun Ebenen. Denn sie ist nicht nur abseits vom Thronsaal der großen Gruft und der neunten Ebene, insgesamt die Ebene, die am meisten gezeigt wird und die auch sehr, sehr, sehr viel Lore bekommen hat. Ich meine, vergleicht das mal mit der vierten Ebene, auf der sich Gargantua befindet, der halt da der Wächter ist. Da wird's leider sehr, sehr mau. Aber sie ist darüber hinaus unter allen Ebenen auch mit Abstand die größte. Und man kann wirklich eine respektable Weile fliegen, bevor man an die Grenzen dieses Raumes stößt. Dazu hat sie einen Fake-Himmel, eine Fake-Sonne, einen Fake-Mond und Fake-Sterne, die aber so wirken, als ob sie wirklich echt sind. Und das meine ich durchaus so, wie ich das gerade gesagt habe. Denn die Sonne unter Tage bewirkt auch, dass die Pflanzen Photosynthese betreiben können, genauso wie beispielsweise unter Kunstlichtlampen. Und aufgrund der schieren Größe wird die sechste Ebene heute nicht nur von Außenseitern wie den Äxtmenschen, den Trans und Dryaden aus der neuen Welt bewohnt, sondern natürlich auch schon immer von allerhand Monstern, die in den Wäldern lauern, in den Seen und in den anderen Landschaften und natürlich von Leuten, von denen man sich besser fernhält. Und die sechste Ebene ist auch noch aus einem ganz anderen Grund besonders, denn sie ist in Sachen Verteidigung in Nazarick quasi die zweite von drei Mauern, wenn man sich Nazarick als eine Art Festung oder Burg vorstellt. Die nullte Verteidigungslinie ist quasi die Zugbrücke, die aus Sicht von Sheltir und Einzelgon quasi darin besteht, kleinere Raidergruppen und irgendwelche Scouts zu eliminieren, die halt einfach nur mal gucken wollen, was denn bei Einzelgon so geht. Und die erste richtige Mauer wären dann die ersten fünf Ebenen. Und zwar drei Ebenen, um mittelgroße Raidergruppen zu verwirren, aufzuspalten und diesen ganzen Raid in die Länge zu ziehen und so zu schwächen. Und zwei Ebenen würden dann nochmal richtig mies Schaden zufügen. Und sollten sie dann auf der sechsten Ebene ankommen, erwartet sie dann die Arena. Und in ihr sind die Ränge, voll besetzt mit mächtigen Golems. Und auf dem Logenplatz würden dann die Spieler von Nazarick selbst, also Eins, Ulbert und Peroroncino sitzen und aus reinem Spaß an der Freude und mit einer Prise Sadismus persönlich die letzten Angreifer besiegen. Mit anderen Worten, alles, was aus den Fallen und Teleportationsportalen in die sechste Ebene gespült wird, wird hier quasi eliminiert werden. Sprich von einer Raidergruppe, die nur noch aus einem einzigen Überlebenden mit einem einzigen Trefferpunkt besteht und Dutzenden Spielern, die immer noch Reserven beschwören und NPCs haben, die sie einsetzen können, kann hier quasi alles kommen. Mit anderen Worten, die Verteidigung, und das schließt die Ebenenwächter ganz klar mit ein, muss dazu in der Lage sein, sich mit einer großen Anzahl von Feinden herumzuschlagen und sie dann umzuhauen. Und genau das können Aura und Mare sehr gut, denn die Zwillinge sind hierbei auf den Kampf gegen Gegnergruppen spezialisiert worden. Denn Mare hat mit seinen Erdbeben einen mächtigen Area of Effect-Angriff, kann also ganz viele Gegner gleichzeitig treffen, was auf einer so weitläufigen Ebene wie der sechsten Ebene halt auch ideal ist. Und natürlich könnten ihm auch die Bäume und die weitläufige Ebene Deckung bieten, sollte es dann zum Guerillakampf kommen. Und zum anderen ist Aura als Bestienzähmer und Ranger jemand mit enorm mächtigen Bestien, die Level haben bis hinein in den mittleren 70er Raum. Und die werden halt ihre Kampfkraft massiv erhöhen und sind perfekt, um mehrere bereits geschwächte Gegner zu konfrontieren, die wie gesagt bereits Teil ihres Manas und ihrer Gesundheit verbraucht haben. Und Aura kämpft auch aus der zweiten Reihe mit ihrem Bogen, während die Bestien in den Nahkampf gehen. Sie kann also über Distanz enorme Schäden anrichten, ohne sich selbst in direkte unmittelbare Gefahr begeben zu müssen und einen Nahkampf zu erleiden, wo sie aufgrund ihrer, ich sag mal, sehr dexlastigen und leicht gepanzerten Erscheinung, denn sie trägt halt nur eine leichte Rüstung, Probleme gegen wirklich dedizierte Nahkampfbuilds bekommen würde. Zumindest unsupported. Denn die Ebenenwächter harmonieren sehr gut miteinander,
trotz des Lores, auf das ich später noch eingehen werde. Und das wundert auch nicht, denn sie wurden ja von Buku Buku Shagama als Zwillinge erschaffen. Und so ist Mare beispielsweise als Druide dazu in der Lage, Aura so zu buffen und zu schützen, dass sie quasi für schwächere Gegner unverwundbar wird, obwohl sie wie gesagt kein dedizierter Nahkampfbild ist. Denn Aura hat es so geschafft, einen Primal Fire Elemental, eine Beschwörung, die mit dem Gilden-Item von 1 Sol'Gon erschaffen worden ist, ohne ein einziges Mal Schaden zu nehmen, zu besiegen. Und zudem hat Mare auch noch 2 Drachen bekommen, die nicht nur weitere Verstärkung im Kampf bedeuten, sondern auch die Lüfte kontrollieren können. Etwas, wozu Aura dank ihrem Bogen auch sehr gut in der Lage ist. Mit anderen Worten, es braucht 2 sehr spezialisierte Ebenenwächter in der 6. Ebene, weil die Verteidigung von Nazarick das erfordert. Denn sollten die Leute dort durchbrechen, sprich, sollten die Leute immer noch stark genug sein, um sowohl die Golems als auch alle sonstigen Verteidigungsmaßnahmen in dieser Killzone zu besiegen, dann würden sich die Ebenenwächter wahrscheinlich eher zurückziehen und in ihrem weitläufigen Zuhause, das sie wie ihre Westentasche kennen, auf Guerilla-Taktiken setzen, sprich aus dem Hinterhalt angreifen und versuchen, die Gegner weiter zu dezimieren, auch wenn sie den eigentlichen Kampf natürlich längst verloren haben. Aber einer ganzen Armee, und ja, man braucht hier wirklich eine ganze Armee an Gegnern, die überhaupt dazu in der Lage ist, hier durchzubrechen, wird wahrscheinlich auch die 7. Ebene überwinden können. Und dann erst die 3. Verteidigungsebene, die 3. Mauer quasi, nämlich die 8. Ebene, nicht mehr überleben können, denn dort befindet sich die Hauptstreitmacht der großen Gruft von Nazarick. Und nachdem man durch die 6. Ebene durch ist und die gesamte 7. Ebene erleiden muss, ist auf der 8. Ebene dann immer Schluss gewesen. Mit anderen Worten, wenn man hier scheitert, auf der 6. Ebene die Gegner im Zaum zu halten, dann werden sie wahrscheinlich bis hin zur 8. Ebene durchbrechen können, außer sie sind halt bereits sehr, sehr geschwächt und hatten quasi nur noch ihre große Anzahl als letzten Trumpf übrig. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum Aura und Mare 2 Ebenenwächter sind anstelle von nur einem. Denn Buku Buku Shagama ist kein Einzelkind, sondern hat noch einen kleinen Bruder namens Peroron Shino, der halt ebenfalls in der Gilde war. Und Buku Buku Shagama ist sehr dominant und weiß sich auch in der Gilde zu behaupten. Und zwar so sehr, dass sie anderen Mitgliedern mitunter Angst gemacht hat. Also richtig Angst. Und sie ist auch diejenige, die ihren sehr hormongesteuerten Bruder unter Kontrolle hält und dafür sorgt, dass er sich benimmt. Und das Ganze ist quasi ebenfalls in ihren beiden Kindern, in Aura und Mare, die sie erschaffen hat, verankert. Denn Buku Buku wollte sich ein ganz klein bisschen über ihren Bruder lustig machen, indem Aura so quasi ihre eigenen, ich sag mal, sehr, sehr dominanten Charakter bekommt und deswegen auch sehr, sehr kontrollierend und ja, mitunter dominant gegenüber Mare wirkt, dem eher kleinen und schüchternen und zurückhaltenden Teil dieses Geschwisterduos. Allerdings, trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten, ist Buku Buku Shagama nicht dauerhaft böse auf Peroron Shino oder sowas oder hasst ihn. Im Gegensatz, die beiden mögen sich halt wirklich, also wie normale Geschwister. Und das merkt man auch am Charakterdesign von Aura, denn sie nutzt ausgerechnet genau wie Peroron Shino einen Bogen. Und obwohl sich Aura auch oft mit Sheltier streitet, also dem NPC, der von Peroron Shino erschaffen worden ist, standen sich die beiden letzten Endes doch sehr nahe. Und das symbolisiert quasi das Verhältnis von den beiden Geschwistern recht gut. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass Mare einfach nur ein Anhängsel von Aura ist. Und ich bin auch hier sehr froh, dass er nach 15 Bänden in Band 16 endlich mal die Möglichkeit bekommen hatte, mal alleine für sich zu glänzen und einen der spektakulärsten und taktisch anspruchsvollsten Kämpfe in Overlord ganz alleine für sich zu haben. Denn wie gesagt, Mare hält sich halt von Natur aus eher im Hintergrund. Und es ist schön zu sehen, dass wirklich alle der unzähligen Charaktere in Overlord ihren kleinen Moment haben. Ob es jetzt bei Rigrid Berskaru ist, die sich halt erfolgreich an Platinum angeschlichen hat, ob es die Shunibyo-Einlagen von Larkius sind, bei der sie von Gargaran in Flagranti erwischt worden sind, ob es jetzt Klims Training ist zusammen mit Gazav Stronov, ob es die Frostvirgins sind, die von Kokutus quasi positioniert worden sind, um Klim ganz subtil darauf hinzuweisen, dass er jetzt der einzige Mensch im Palast Rolente ist. Oder ob sich Sarnak letzten Endes erfolglos gegen seine verräterischen Adeligen gewehrt hat. Und selbst Neuronist hatte ihren Moment, der sehr gut illustriert worden ist. Also, um das Video nochmal kurz zusammenzufassen.
Es gibt mehrere Gründe, aus denen nur die sechste Ebene von Nazarick zwei Ebenenwächte hat anstelle von nur einem. Zum einen sind Aura und Mara auf den Kampf gegen Gegnergruppen spezialisiert und ihre Ebene, die sechste, ist auch der Endpunkt für viele Teleportationsfallen und dazu designt, mittelgroße Raidgruppen in dieser Killzone zu eliminieren. Es braucht also die extra Kampfkraft. Und selbst wenn die Gegner mal durchbrechen sollten, ist die dicht bewaldete sechste Ebene aufgrund ihrer enormen Größe auch ideal für Guerilla-Angriffe und Taktiken. Zum anderen hat die Erschafferin von den Zwillingen, Buku Buku Shagama, auch noch einen Bruder namens Peroron Shino, den sie als kleinen Seitenhieb in Form des schüchternen Mare, der von Aura quasi kontrolliert und dominiert wird, mit in das Geschwisterpaar eingebaut hat. Also wie gesagt, quasi als kleinen Seitenhieb. So. Und das soll es auch schon für heute gewesen sein. Damit endet dieses kleine, aber feine Video. Und nun seid ihr an der Reihe. Was ist eure Meinung zum Thema und zum Video und dazu, dass ausgerechnet nur die sechste Ebene diese, ja, besondere Geschwisterdynamik hat? Lasst mich das ganz gerne im Kommentarbereich wissen. Und während ihr tippt, sage ich danke fürs Zuschauen, danke an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie besonderen Dank an AnimangaTV.de, Darden, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix mag dir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Nemasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiva Tiva, Toby CTZ, Krull Teppes, Hendrix Dresso, Yu Harichan, Al Bosner, Silberhand 234 und Dan. Danke, Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderbaren Tag.